Ines H. wurde etwa im Jahr 1977 geboren und schon kurz nach ihrer Geburt von einem vermögenden Unternehmer-Ehepaar aus Morschen in der Nähe von Kassel adoptiert. Julia H. wurde etwa 4 Jahre später ebenfalls von der Familie adoptiert. Das Verhältnis der beiden Adoptivschwestern zu den Eltern war sehr angespannt. Beide Kinder wurden von der Mutter angeblich angeschrien und geschlagen. Julia und Ines äußerten offenbar schon häufiger, dass sie ihre Adoptiveltern hassten. Julia behauptete 1995 zum Beispiel, der Vater habe sie sexuell belästigt, weswegen sie kurzzeitig in eine Pflegefamilie gebracht wurde, doch nach 6 Wochen kehrte sie freiwillig zurück. Ines zog irgendwann aus und verlobte sich mit Kai, einem Bundeswehrkoch, der in seinem Umfeld als Protzer bekannt war. Die Schwestern planten, ihre Eltern angeblich zu vergiften, doch dies lässt sich heute nicht mehr nachweisen. Irgendwann lernten Ines und Kai, Sascha, 24, und Diana, 19, kennen, ein junges Paar, mit dem sie sich schnell anfreundeten. Am 13. Juni 1997 mietete Kai einen Wagen und brach mit Ines zu einem Wochenendausflug auf, und sie verbrachten das Wochenende unter anderem in München. Am Sonntag, den 15. Juni 1997, gegen 15 Uhr, verließ Julia die Villa und legte den Kellerschlüssel in die Zeitungsablage. Um 16 Uhr kehrten Ines und Kai von ihrem Ausflug zurück, trafen sich mit Julia bei einem McDonald's. Sascha und Diana sind ebenfalls dort. Kai gab Sascha eine unauffällige Hose und das Paar fährt weiter. Sascha und Diana versuchten, mit dem Kellerschlüssel ins Haus zu gelangen, doch das misslang. Sie klingelten und gaben vor, sie müssten telefonieren. Sie gaben eine Autopanne vor. Sascha fingierte ein Telefonat. Unvermittelt griff Sascha den Hausherrn von hinten an und schnitt ihm die Kehle durch. Nur wenige Momente später schnitt er auch der Mutter die Kehle durch. Sie hatte versucht, die Tür zu erreichen. Das Paar verwüstete die Wohnung und nimmt etwas Bargeld mit, um einen Raubmord vorzutäuschen. Um 18 Uhr besuchten Kai, Ines und Julia eine Gaststätte im Nachbarort. Julia klagt lautstark über schwere Bauchschmerzen und so wurde sie um 19 Uhr in ein Krankenhaus eingeliefert. Kai und Ines waren bei ihr. Um 20.15 Uhr rief Ines im Haus der Eltern an. Da niemand ans Telefon ging, rief sie eine Nachbarin an, sie solle nachsehen. Die Nachbarin fand die Leichen und informierte Ines darüber. Wenige Tage nach dem Mord tauchten Ines und Kai in der Firma auf und stellten sich als neue Leitung dar. Das ungewöhnlich fröhliche Verhalten der Schwestern erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern rückten sie noch weiter in den Fokus der Ermittler. Schließlich flog das Quintett auf. Das Alibi von Kai, Ines und Julia war einfach zu perfekt. Sascha und Kai wurden wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Habgier verurteilt. Bei Sascha wurde zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ines erhielt eine 10-jährige Jugendstrafe. Julia erhielt 7 Jahre und 10 Monate Jugendhaft. Diana erhielt eine 7-jährige Jugendhaft. Ihr Geständnis wurde hierbei berücksichtigt. Das Unternehmen und das Vermögen der Ermordeten ging an Verwandte. Die Firma wurde verkauft und ging im Jahr 2004 insolvent. Die 3 jungen Frauen machten in der Haft eine Therapie. Ines und Diana machten eine Kochlehre und wurden vorzeitig entlassen. Julia machte ihren Realschulabschluss. Die beiden Schwestern haben keinen Kontakt mehr zueinander. Ob Kai oder Sascha mittlerweile wieder freigelassen wurden, ist nicht bekannt. Am unwahrscheinlichsten ist jedoch, dass Sascha freigelassen wurde, da man bei ihm besondere Schwere der Schuld festgestellt hat. Er muss mindestens bis zum Jahr 2022 in Haft bleiben. Nur eine günstige Sozialprognose würde den dann 49-Jährigen die Freiheit ermöglichen.